Hatte ich die Vogelscheuche hier schon? Okay, ist schon so lange her. Ja, Leo schiebt mir noch mehr Haspandos unter die Arme, ist so. Wie gesagt, Final Fantasy VII ist dafür auch ganz interessant. Vor allen Dingen, Jan und ich haben das vor Ewigkeiten mal im Sale geholt, noch für die PlayStation 4 tatsächlich. Und weil wir kennen es halt beide Fragezeichen nicht. Und haben es dann aber irgendwie nie angerührt. Und dann konnte man das ja gratis auf PS5 updaten. Beziehungsweise ich glaube, dann war die Phase, wo wir erst Danganronpa komplett zusammengespielt haben. Dann haben wir Zero Escape komplett zusammengespielt. Das war eine schöne Zeit. Das hat echt Spaß gemacht. Und dann ist es irgendwie einfach liegen geblieben. Und jetzt haben wir endlich mal zusammen reingeguckt. Irgendwie finde ich aber nichts, Jan. Da ist Rexy. Ja, 3 Monde, glaube ich, hast du hier drin noch. Ja. Also Peach und noch 2. Ja. Dann mal dann von oben anfangen zu gucken, ob Peach vielleicht da oben ist. Klingt gut. Ja, so Sachen zusammenzuspielen ist echt immer cool. Egal, ob man jetzt wirklich aktiv zusammenspielt oder ob halt einer zuguckt. Das war halt, wie gesagt, bei Danganronpa und bei Zero Escape so cool, weil das halt Spiele sind, die ich selber nicht spielen wollen würde. Ich glaube, ich würde die Krise kriegen, so vom Gameplay her. Wo ist oben hier? Ja. Ah, stay hydrated. Nee, wait. Der daneben war's. Oh. Der? Ja. Und es ist halt einfach ganz schön, das zusammenzuspielen. Kann es sein, dass es Zero Time Dilemma nicht mehr im 3DS eShop gibt? Keine Ahnung, wir haben es ja auf der PlayStation gespielt. Aber ist vielleicht auch kein Verlust, wenn es da nicht mehr im Shop ist. Also Zero Time Dilemma hat mich legitim echt traurig gemacht. Also das, Woggle, das, was du mit Oninaki hattest, hatte ich mit Zero Time Dilemma. Es war einfach so traurig. Der Wasserfall ist schon beeindruckend, aber pass trotzdem auf, wohin du trittst. Ich bin, als ich klein war, oft zum Spielen hierher gekommen. Ein Mond ist aus dem Wasserfall geplumpst. Ein Glück ist er noch heil. Bitteschön, der ist für dich. Was genau sind eigentlich Monde in Mario? Was ist die Lore dahinter? Warum liegen die hier überall rum und was macht man damit? Kann ich damit irgendwo bezahlen? Übrigens, es gibt mit den Steinen später einen Mond. Da musst du bei den Knochen auf der Innenseite landen bei einem. Das ist super anstrengend und super nervig. Okay. Ich glaube, irgendwo beim zweiten oder dritten Knochen musst du auf der Innenseite landen und dann da irgendwie eine Stampfattacke machen. Da habe ich ewig dran gesessen, weil ich einfach nicht dahin gekommen bin. Das glaube ich dir. Möchtest du mir ein paar coole Tipps geben, wo ich potenziell die anderen finde? Man erzählt sich, dass hier ein echter Steinzeitbewohner sich herumtreibt. Den würde ich ja gerne mal kennenlernen. Moment, erinnert rein gar nichts an die an einen Steinzeitbewohner. Muss ich mich jetzt umziehen oder muss ich Rexy hier hochbringen? Umziehen. Okay. Aber ja, die Monde, wie ist im Chat schon, die kann man als Kraftstoff verwenden. Alternative Energieformen. Also so kleine Batterien quasi. Die Frage ist, ist es auch erneuerbare Energie? Ganz links wahrscheinlich ist das. Ah ja. Sind Monde erneuerbar oder nicht? Bin ich von hier drin? Nein. Okay, dann war das hier irgendwo. Ich hätte gedacht, vielleicht müsste man auch Rexy hochbringen, weil in dem anderen Land gerade war ja auch eine Stelle, wo ich quasi mit einem Goomba an den Mond dran kam. Dass man vielleicht in jeder Welt nochmal eine Verwandlung nutzen muss. Besser
Für mich bist du der größte Künstler überhaupt. Ich bin ein Fan und möchte dir das hier überreichen. Okay. So, und für den letzten Mond musst du noch zum Grunde eines Wasserfalls. Kann ich hier irgendwo so richtig stylisch einfach den Wasserfall runterspringen? Dahinter Peach. Die Peach schon wieder. Ah, da ist Peach. Gerade sagen, ist sie schon wieder weg. Zum Grunde des Wasserfalls. Und wo stehst du? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Okay. Okay. Ja, gut, da drin war ich ja schon mal. Mhm. Will die Kamera nicht drehen. Hm. Ah. Kann sie immer noch nicht drehen. Das macht es natürlich ein bisschen schwerer, da irgendwie umzugucken. Das ist vollkommen korrekt. Aber ich meine auch, dass ich hier schon mal war. Ja, genau. Aber du meintest ja auch am Grunde des Wasserfalls. Also allgemein in dem Becken einfach, der am Grunde des Wasserfalls ist. Aber da ist die Hinweis. Ich krieg aber wahrscheinlich drin. Das ist nicht hilfreich. In die andere Richtung. Na, ich kann es schon wieder nicht drehen. Aber ich lebe hier ganz schön gefährlich. Ich sehe nichts. Verarsch mich doch. Nö. Eigentlich soll das irgendwo da sein, wo du gerade bist. Aber auch nur eigentlich. Unter Wasser, wo du eine Arschbombe machen musst. Kann man noch ein bisschen weiter in die Richtung da? Aber müsste es dann nicht eigentlich vibrieren? Oder glitzern? Eigentlich ja schon. Aber irgendwie tut es nichts von beiden. Huch, schmeiß dein Handy doch nicht weg. Es sollte sogar leuchten. Also Jan, deine Chips lassen heute doch zu wünschen übrig. Du bist aber an der falschen Stelle. Dann sag mir, wo die richtige Stelle ist. Rechts an der Wand. Irgendwo. Welche ist rechts? Also geradeaus vor dir. So dass du auf den Abgrund guckst. Ich mach aber hier mal so ein bisschen entlang. Vielleicht siehst du es dann irgendwo leuchten. Nein. Noch ein bisschen weiter Richtung Abgrund. Nein. Ich sehe es hier auf dem Bild. Aber ich sehe es nicht. Siehst du's? Die Nummer 26 ist es doch, oder nicht? Die Nummer 25. Hast du mich gerade zu einem Mond geleitet, der durch den Felsen freigeschaltet wird? Ja. Ich wiederhole mich. Deine Tipps lassen heute wirklich zu wünschen übrig. Kriegen wir bitte einmal eine Jan-Schelle für Jan dafür, dass er mich nach einem Mond hat suchen lassen, der gar nicht da ist? Das ist halt schon belastend. Dann... Wenn du in den Himmel schaust, siehst du Rätsel. Deine Dummheit, ja. Ah! Die sehe ich da. Muss ich mir schon wieder die Sonne angucken? Ja, die Aussicht ist sehr schön. Du brauchst ein Fernglas übrigens dafür. Ja, ich... Wo ist das Fernglas? Weiß ich nicht, irgendwo unten, glaube ich, bei der Odyssee in der Nähe. Ach, wirklich? Woggel, wenn es das Buch gibt, ne? Falls nicht, schnell mal schreiben. Na hier.
Okay, ich glaube, das ist es doch nicht. Ansonsten haben wir da wieder den Mond. Auch wunderschön. Als ob! Erinnerst du dich noch, als sie gefragt hat, wie sie zum Mond gekommen ist? Das ist ein weiter Weg. Das Buch enthält einfach nur Kommentare von Twitch-Chats. Mir würden zumindest ein paar User einfallen, die auf jeden Fall in diesem Buch verewigt werden würden. So. Dann haben wir hier jetzt auch alles. Mhm. Und wir hätten sogar noch Mond Nummer 26 geholt. Mhm. Der war nur noch nicht bereit für uns. Schlecht. Also vom Mond. Ali, du Backseat-Games ja nicht. Du bist einfach nur unverschämt. Du würdest in einem ganz anderen Buch landen. So, dann auf ins Wüstenland. Was ziehen wir denn da an? Du gehst von deinem Outfit 5 nach rechts und 10 nach links. Okay. Muss man das jetzt eigentlich in jedem Land erzählen? Ja. Also, 5 nach rechts. Bin leider wieder da. Ich bin noch ein weiter einfach. Und 10 nach links. Das könnte sogar ein legitimes Outfit sein. Jetzt bin ich ein Pilot. Wo ist Sui? Was? Stimmt, Sui ist abgehauen. Musst du mal Gassi. Ach so. So, hier fehlen uns auch noch ein paar Monde. Nämlich genau genommen 63 bis 69. Wüstenland ist allerdings verdammt groß. Dementsprechend verlasse ich mich da weiterhin auf ein paar schlechte Tipps von Jan. Mhm. Gut, das eine ist Hinweiskunst, sehe ich gerade schon. Also hier Hinweiskunst? Nee, nee, von hier woanders hin. Aber die Hinweiskunst musst du erstmal noch finden. Mhm. Die ist an einem rosa Gebäude dran. Unten am Sand, so von der Ebene her. Da. Ah, das ist in Bowsers Land. Mhm. Mhm. So, im Dorf möchte ein Toad coole Musik hören. Ein Toad. Nini, danke schön für 15 Monate Treue. Super lieb von dir. Ist Sui vielleicht ausgestiegen, weil das quasi seine Heimat ist? Weil er wahrscheinlich dich wieder zu dem Mond leiten will, den du eh hast. Ja. Wo ist denn hier ein Toad? Und wo kommt die Musik her? Auf dem... Ah, da oben! Wir sind nur irgendwie da aufs Dach. Gehen sie da hoch. So. Hey, hey du. Ich bin mal hier, mal dort auf Reisen und auf Suche nach allen Arten von Musik. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich suche Musik, die zu einem bestimmten Thema passt. Das Thema heißt, Moment, Erinnerung an harte Kämpfe. Wenn du das haben solltest, würde ich es mir gerne anhören. Erinnerungen an harte Kämpfe? Heißt das Ding so? Nein, nein, das ist der Hinweis. Ach so. Du musst jetzt das richtige Lied dafür finden. Das? Probier's aus. Das ist die Musik, die ich hören wollte. Gab es mehrere zur Auswahl? Ja. Okay. Danke, hier für dich. Ich glaube nämlich alle Boss-Themes. Okay. Also sei es auch jetzt von dem, von den Brudels, von den anderen Bossen. Die Jam-Session.
Aber ja, ich höre auch immer sehr gerne Musik bei allem, was ich tue. Es ist einfach viel zu ruhig. So. Als nächstes ist Versteckspielen im Sand. Du weißt, dass hier sehr viel Sand. In der Nähe eines Autos. War da hinten nicht irgendwo ein kaputtes Auto? Nee, hier im Dorf ist das mittlerweile. Bevor du jetzt hier wegläufst. Weißt du? Ich brauche einen Tipp, wo ich hin muss. In der Wüste. Janso, Versteckspiel im Sand. In der Wüste. Zumindest sollte theoretisch. Ich sehe hier im Hintergrund zumindest nicht. Das sind mir die liebsten Twitch-Zuschauer. Zumindest ist sie auf dem wilden Auto im Hintergrund. Ansonsten müsste das, glaube ich, am Eingang des Dorfes sein. Müsste so ein kleiner Hutgeist sein. Da sind Hutgeist. Also Hutgeist sind scheinbar immer ein guter Indikator. Ich bin mit einem Freund auf Reisen, habe ihn aber aus den Augen verloren. Hitze ist nicht so sein Ding. Bestimmt versteckt er sich auf jemandes Kopf, um sich abzukühlen. Die Musik macht mich übrigens fertig hier. Aber hier ist kein Auto. Das Auto war wohl auch nur ein Hinweis, dass der in der Nähe davon ist, aber das Auto ist wahrscheinlich mittlerweile schon wieder weg. Aber jetzt musst du seinen Dude finden, der auf dem Hut eines, auf dem Kopf eines irgendjemand anderen sitzt. Da ist ein Dude. Das ist ja kein Hut, Kerlchen. Achso, man sieht die Musik. Ich mach jetzt die Musik aus. Kannst einfach so im Menü, glaube ich, wieder ausmachen, wenn nicht. Wenn du auf Musikliste wechselst. Wo ist die Musikliste? Auf Listen. Es ist ja schon ein bisschen anstrengend. Was ist, spielt denn hier? Die Brutzelebene oben. Die hier? Keine Ahnung. Also wenn du nochmal A drückst, geht's einfach raus. Was? Ah, das ist Jump Up auf Japanisch. Aber warum kam das jetzt? Weil wahrscheinlich oben im Radio gerade läuft. Ach so. Also jetzt bin ich total raus, weil mich die ganze Bossmusik irgendwie irritiert hat. Vielleicht bin ich heute auch irgendwie einfach verwirrt, denn deine Tipps sind so verwirrend. Wen hattest du da unten gerade eigentlich angeworfen? Den da. Den Menschen? Ja. Ah, okay. Ich habe nämlich gerade gesehen, man sieht nicht, dass es ein Hutding ist, außer an den Augen. Ich habe halt... Das Problem ist, du hast gesagt Auto. Also hab ich nach einem Auto gesucht. Dann meintest du plötzlich, hier gibt's kein Auto. Ja, das Auto ist schon im Zweck, weil das war einfach eine Mission schon mal hier. Dann hast du plötzlich gemeint, Hutkerlchen. Hab ich mit dem Hutkerlchen gesprochen. Dann hieß es plötzlich, auf dem Kopf von irgendwem. Dann habe ich Leute angesucht, halt, weil Menschen halt Hüte und so. Hab den angerempelt, dann war es der auch nicht. Dann meintest du plötzlich, es ist doch kein Mensch. Also... Na, ich habe auch nie gedacht, dass es ein Mensch ist. Also... Können wir an deinen Tipps noch ein bisschen arbeiten? Die sind irgendwie... Also... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Schlecht! Was? Du hast mich gefunden? Wie nur? Mein Versteck war perfekt? Nimm dies, aber dafür verrätst du mich nicht, ja? Ich bewege mich erst weg, wenn ich einen Eisbecher bekomme. Can relate. Warum? Mein Controller wurde mir wieder geklaut. Ach ja. Also wir halten fest. Postgame. Jede Welt. Ein dämliches Cooper-Rennen. Beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, wenn wir die Steine aktivieren, die leuchtenden, dass dann noch ein schwereres Cooper-Rennen überall dazukommt. Mhm. Aber das machen wir ja nicht. Aber trotzdem ein Cooper-Rennen quasi pro Welt. Was auch immer eine gute Idee ist, in den Himmel zu gucken. Und nach seltsamen Flugobjekten Ausschau zu halten. Und ansonsten... Ja. Haben die sich jetzt quasi auch darauf gesetzt?
glaube. Okay. Aber ja, die beiden Sachen auf jeden Fall. Ich hatte halt auch so gedacht, wenn es halt schon Post-Game-Monde sind, dass die auch sehr eindeutig halt erkennbar sind in den Welten, wie eben das Cooper-Rennen, was ja eigentlich nicht zu verfehlen ist, ne, oder Peach. Ne, solche Sachen, aber die sind ja teilweise doch... Was ist das? Hä? Wow. Ich glaube, du bist dran vorbeigelaufen. Ja, weil ich außen rumgegangen bin. Aber die sind teilweise schon sehr sneaky versteckt. Ach ja, und Hutlandbewohner immer ansprechen, das war das Dritte. Cooper rennen, in den Himmel gucken und Hutlandbewohner finden. War da gerade einer auf der Stromleitung? Hm. Aber schön, dass die Sphinx da auch am Rand steht. Ja, sehr interessant, dass man das Rennen mit dem Miauxi machen muss. Yay! Ja, du musst nicht. Ob ich dann als Erster ins Ziel komme, ist die andere Frage. Okay. Haben wir schon mal drei. Am Ort des Ringes. Ist was? Ist ein Mond. Am Ort des Ringes? Ring? Nicht? Der Ring, den Bowser geklaut hat. War der oben auf der Pyramide? Unten im Untergrund. Vor der Boss-Arena. Wo kann hier in das Loch irgendwo rein, oder? Mhm. Moment, in welche Richtung muss ich dafür gucken? Ich glaube, unter der Pyramide ist das. Ach da. Komme ich da hoch? Ich glaube nicht. Ich kann da hoch. Du kannst da hoch? Eventuell. Hol das Maus. Nee. Ich hab gesehen, wie gut du da hochgekommen bist. Dann nehmen wir einfach hier das Miauxi. Ach, jetzt gibst du auf! Ja. Jetzt dachtest du dir auch so, nee, noch mehr blamier ich mich nicht, also lass ich's lieber. Da in das Loch? Oder in das Loch dahinter noch? Gute Frage. Ich glaube in das kleine Loch. Hätte ich jetzt vom Gefühl her gesagt. Und das hier? Oder was sagen die denn dazu? Klingt gut. Okay. Mal gucken, ob es richtig ist. Hätte mal schwierig. Ja, das klingt gut. Wenn du lange nicht mehr in diesen Welten warst und dementsprechend die Wege nicht mehr gut kennst. Da hoch? Mhm. Nein. Ich hab den Ring der Einheit gefunden, aber es ist viel zu schwer, ich kann ihn nicht tragen. Oh. Irgendwann möchte ich auch so einen Ring haben. Erstmal den Ring zerstören. Ich will da eigentlich nur drauf springen. Ich hab's gleich. Ja. Ja. Okay. Also ich glaube, Vogel, selbst wenn er eine passende Größe hätte, würde ich den nicht haben wollen. Weil ich absolut überhaupt kein Fan von Gold als Farbe bin. Und überhaupt absolut kein Fan von solchen klobigen Dingern bin, die dann da noch dranhängen. Okay. Die 68 kannst du nämlich noch nicht kriegen. Hinweiskunst? Nee, das ist der Dude, der in jedem Land mit dem Taxi rumfährt. Achso, der kommt... Den musst du erst in jedem Land finden und ganz am Ende kommt er wieder hierhin zurück. Hm. So. Wait, die 63 fehlt hier.
Ja. Warum? Ah, das ist die Hinweiskunst. Ist das Hinweiskunst? Peach fehlt mir auch noch. Ist Peach die 69? Ah ja, 63 ist Hinweiskunst. Ist Peach eventuell einfach ganz oben? Peach ist am Grunde der Pyramide. Also in der Pyramide? Nein. Unter der Pyramide? Obendrauf. Das hab ich doch gerade gesagt. Hörst du mir eigentlich zu? Ich habe dir ja nicht widersprochen. Komm ich von wo aus komme ich da hoch? Ich glaube von der Turmruine da, ja. Also, ich glaube, Peach ist ganz oben. Ich habe nicht gesagt, dass das falsch ist. Ja, aber wenn du, anstatt mir einfach zuzustimmen, nochmal ausholst und mir dann erzählen willst, wo Peach ist, gehe ich davon aus, dass ich nicht recht hatte. Ich habe einen coolen Spruch ausgedacht und so wollte ich dir noch sagen. Du hättest auch einfach ja sagen können. Ist ja nicht so cool. Also irgendwas ist heute mit unserer Kommunikation, ne? Da. Oh, sie hat ein anderes Outfit an. Hm, sie hat in ihrem Land ein anderes Outfit. Kannst du dich mal, kannst du mal stehen bleiben? Ich will gucken. Ja. So wie der Stewardess. Schon. Unglaublich, dass dieses riesige Steinding schweben kann. Die Welt ist wirklich voller Wunder. Warum schwebt sie? Warum steht sie Kopf? Wie mysteriös. Ich habe sogar einen Mond im Sand gefunden. Gib gut auf ihn Acht. So. Ich musste gerade an das Land mit den vielen schönen Blumen denken. Dahin möchte ich gerne nochmal. Ach, sie geht erst nach Forstland? So, das heißt, eine ist der Taxi-Dude. Den können wir aber erst später machen. Und einer würde noch fehlen. Hast du dir dafür auch einen coolen Spruch überlegt? Das andere ist die Hinweiskunst. Ach so. Bist fertig. Ich habe die Hinweiskunst schon wieder vergessen. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wie sie aussah. Das ist in Bowsers Land. Ja, genau. Jan, stell dich mal hin. Warum? Stell dich einfach mal hin. Und ich bin dafür, jetzt schüttelst du dich einmal durch oder tanzt dich einmal durch, damit du wieder lockerer wirst. Ja. Meinst du, jetzt werden deine Tipps besser und deine Kommunikation irgendwie besser auch? Ich würde nicht drauf wetten. Fühlst du dich jetzt gelockert? Motiviert? Nee, ich bin immer noch auf Toilette. Gut! Schade. Ah, vielleicht werden die ja trotzdem besser. Muss ich jetzt aber erst zu ihr nach Forstland? Da kann ich auch noch Seeland. Erst Forstland. Muss ich ihr echt folgen? Ja. Und ist sie nachher, sind sie nicht direkt in Seeland. Belastend. Eigentlich habe ich jetzt auf so einen Super Saiyajin-Move gehofft. So, bist du gut drauf? Bist du motiviert? Geht's dir jetzt besser? Oh! Das kam irgendwie nicht. Nachher. Nach Forstland? Willst du nach Forstland eine Pinkelpause machen? Klingt gut. Umziehen! Das sind sogar nur 4. Gracie, wünsch dir ein Outfit! Oder sag uns irgendwelche Zahlen, so von wegen so und so viel nach rechts und so viel nach links. Do it! Oh, Sui ist übrigens wieder da. Zum Glück nur fürs Wüstenland eben mal ausgestiegen. Nee, ohne zu gucken. Ja. Das ist ja sonst zu einfach. Wenn, dann müssen wir das Outfit auch schon blind erstellen. Aber cool, dass die Odyssey mittlerweile so gut gefüllt ist. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dr. Mario, wenn er seine Kappe vergisst. Gracie steht auf Ärzte. I see. Wait. Nun. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Geh mal auf die Karte. In der Nähe des geheimen Blumengartens. Außen. Es ist das hier, oder? Ja, ich glaube, da landest du ja davor noch. Da musst du ein bisschen herumklettern. Ein bisschen herumklettern? Muss ich wieder nach oben? Ich finde ja, wir sollten so ein Radar machen, dass du, wenn ich mich nähere, irgendwie ein Geräusch machst. Aber ich weiß nicht, was ein gutes Geräusch wäre. Wo mein Hinterteil hinzeigt? Mm-mm. Wo meine Mütze hinzeigt? Mm-mm. Irgendwie so, wenn ich auf dem richtigen Riecher bin, dann irgendwie, weiß nicht, dass du das irgendwie anzeigst. Irgendwie so. War da auch mal ein Mond? Da war es noch nicht bisher. Wie komme ich denn da? In einem Longjump? Also von den zerstörbaren Plattformen aus? Könnte man versuchen. Das sieht eklig aus. Hoffen wir, dass er automatisch die richtige, den richtigen Abstand hat. Die bleiben aber, oder? Ich glaube. Was passiert jetzt, wenn ich da drauf drücke? Ah, okay. Ich dachte irgendwie jetzt so Plattformen oder den Weg irgendwie wieder zurück oder so. Irgendwas richtig Asoziales, aber okay. Das Spiel war nett zu mir.